Hallo Eishockey-Fans, hier ist eine neue Folge von Palace ABC. Heute werden wir reden über Überzahl in die Zone. Wir werden reden über 5 gegen 4, 5 gegen 3 und 4 gegen 3. Was vor allem wichtig ist, die 5 Leute, die zusammenspielen, ja, oder die 4 Leute mit 4 gegen 3, dass sie alle das Gleiche denken. Dass wir eine gute Qualität haben in die Pässe, gute Positionen haben und dass jeder sich an seine Aufgabe hält. Wenn wir reden über Überzahl, um sehr erfolgreich zu sein und eine gute Überzahl zu haben, brauchen wir viel Geduld. Ja, wir haben immer trotzdem noch die 2 Minuten, ja, um am Ende ein Tor zu schießen. Erfolgreiche Mannschaften in der Vergangenheit hatten immer 1%, zwischen 20 und 25% am Ende der Saison, was ein sehr guter Wert ist. So, wir werden gerne mit euch mal da durchlaufen, ja, was jetzt die Tendenzen sind von Mannschaften, die in Überzahl spielen in unserer Liga. Und dann reden wir über eine 1-3-1. Und wenn wir gehen hier auf dem Fernsehen, wollen wir sofort gucken, dass Mannschaften hier in Weiß, wenn ihr seht, 1-3-1 Position, was ganz viel genutzt wird. Und daraus, mit viel Bewegung, suchen sie immer die Öffnung, um die Pässe und die Schüsse zu spielen. Vor allem, wenn sie jetzt hier der Spieler in die Mitte nutzen. Kommt die nächste Mannschaft, die gelbe Mannschaft. Und wenn wir sehen, 1-3-1. Einer auf die blaue, einer hinter das Tor und 3 Leute in die Mitte. Und daraus suchen die Spieler durch ihre Laufwege, ihre Pässe oder ihre Schüsse alle Möglichkeiten, um Tore zu schießen. Oder sie gehen hinter das Tor, nochmal hinter das Tor. Und wenn wir sehen, alle sind in die Position, wo sie 1-3-1 sind. Oder wenn sie sagen, sie gehen mal von der Hinterseite, in Englisch heißt das Backdoor. Oder sie nutzen den Mann in der Mitte. Bei uns in der Eishockey-Sprache heißt das der Bumper. Das Beispiel kommt jetzt. Und das ist der Mann in der Mitte, der Bumper. Was ganz wichtig ist, ja, dass Mannschaften so schnell wie möglich in die Mitte laufen wollen und in die Mitte da das Spiel entscheiden. Ja, 75% von den Toren, die geschossen werden, ja, auf die ganze Welt, statt zwischen die Bullypunkte in die Area. Und deswegen versuchen die Spieler, so wie der Weiße, so schnell wie möglich in die Mitte zu kommen. Und dann daraus viel zu kreieren. Wenn wir sehen, laufen in die Mitte und sofort sind sie in dieser Position. Wenn wir das übersetzen aus dem Englischen, heißt das das Regenschirm oder der Umbrella. Eine hier und eine da. So, wenn Sie sehen, es sind verschiedene Formationen, die genutzt werden in die offensive Zone. Geht wieder von die blaue und Sie sind wieder in die Formation vom Regenschirm. Oder Mannschaften wie Krefeld spielen Box in Mann. Mit einem Spieler in die Mitte. So, es ist ganz wichtig als Trainer, um herauszufinden, was für Spieler wir haben oder was für Spieler wir gerne haben wollen und die zusammenpassen und daraus ein Überzahl zu kreieren. Und wenn wir sehen, bei diesem Spiel war Krefeld ziemlich erfolgreich. Die nächste paar Szenen, die ich euch zeige, sind Tore, die Mannschaften schießen aus die Position 1-3-1, so wie hier, durch der Box, wie wir sagen. Ich spiele es noch kurz mal zurück. Und wenn wir sehen, 1-3-1, die Öffnung ist da und sie wird sofort genutzt vom Gegner. Oder wie wir vorher gesagt haben, mit dem Bumper, der Spieler in die Mitte. Das
Riesentool, was gemacht wird, ja, und was wir viel machen mit den Jungs, ist Video anschauen. Individuell, als Mannschaft und als Einheit. Um die Sache zu erkennen auf dem Eis, was der Gegner macht und in was für Formationen wir spielen. Wenn wir die weiße Mannschaft angucken, sie sind wieder in hier 1-3-1. Sie gehen hinter das Tor, zurück zu die blaue, bringen die Scheibe wieder in die Mitte und von da aus wird viel kreiert. Nur, dass er mal ein bisschen eine Idee kriegt, wie Mannschaften durch die Liga spielen und was sie auch nutzen. Gut, jetzt gehen wir kurz nach 5 gegen 3, wo ganz wichtig ist für unsere Überzahlleute, um zu sehen, wie spielen die anderen Leute zu dritt. Mannschaften spielen mit 2 Leuten oben und nur ein Spieler hinten. Oder Mannschaften spielen nur mit einer oben und 2 am Tor. Das ist ganz wichtig, der Tool Video, um unsere Leute zu zeigen, wie der Gegner spielt und was wir nutzen können. Spielen wir oben auf die blaue oder bringen wir die Scheibe tief auf die Torlinie und versuchen wir, das hier zu nutzen. Das gleiche gegen wie die grüne Mannschaft, gegen die weiße Mannschaft hier. Die haben 100% Video angeguckt, weil die Mannschaft mit 2 Leuten oben, ein Spieler hier unten, die Öffnung ist da, guter Schuss und Tor. Oder Mannschaften spielen mit einer oben und 2 Leute tief beim Tor. Werden mehr Schüsse genutzt von oben. Das gleiche wie diese Szene, habe eine oben und dann versuche sie oben mit 3 Leuten das auszuspielen. So wie in diesem Beispiel. Oder wie Leute wie Bremer, von Bremerhaven in Weiß. Ja, die spielen mit einer und einer halben, der immer rauf und runter geht. Wenn wir sehen, München hier in Blau, die versuchen, der Spielzug zu machen. Und der letzte, wie ich vorher habe, ist 4 gegen 3. Was ganz viel genutzt wird, ja, in dieser Situation, sind Leute mit einem sehr guten Schuss. Ein linker, rechter und rechter. Ich lasse es für euch laufen und dann könnt ihr sehen, ja, wie die Leute in Überzahl sich in Position bringen, um viele Scheiben zu schießen. Und dann natürlich als Trainer ist es ganz wichtig, um zu wissen, welche Leute die Fähigkeiten haben und welche Leute nicht. So Leute, das war es wieder. Hockey ABCs, Überzahl mit Bullies, Aufbau und in die Zone. Ich hoffe, ihr habt da schön von genossen, ja, und bis zum nächsten Mal. Danke und auf Wiedersehen.